Chinalog, der China-Podcast mit Sabrina Weidmann. Viele deutsche Unternehmen sind mittlerweile in China tätig und da ist es natürlich selbstverständlich, dass sich all diese Unternehmen auch mit einer Personalfrage früher oder später auseinandersetzen müssten, am besten natürlich früher. Denn auch in China gilt die Wahl des richtigen Personals, das ist einer der wesentlichen Faktoren und bestimmt somit auch den Erfolg des Unternehmens im chinesischen Markt. Im heutigen Podcast darf ich jetzt Dr. Isabel Detmer begrüßen. Sie ist Sinologin. Der Forschungsschwerpunkt von ihrer Doktorarbeit umfasste den chinesischen Bildungs- und Arbeitsmarkt. Sie hat an der Universität Würzburg 5 Jahre lang gelehrt und geforscht, bevor sie dann in die Wirtschaft gewechselt ist. Erst hat sie bei einem Startup im E-Commerce angefangen, wo sie dann auch als Standortleiterin in Peking 1,5 Jahre gearbeitet hat. Und mittlerweile ist sie jetzt wieder zurück in Deutschland und arbeitet als Projektmanagerin bei Mercedes-Benz.io. Isabel selbst bezeichnet sich als passionierte Sinologin und hat ihre Leidenschaft für China entwickelt, während sie mehrmals länger auch in China war. Alles begann damit, dass sie als Austauschstudentin an der Beida, das ist eine der renommiertesten Unis in China, war und ja, dann anschließend auch noch mit dem Rucksack quer das ganze Land gereist ist und somit dann ihre Leidenschaft oder ihr Bewusstsein für China immer mehr gestiegen ist. Das Ganze hat dann auch seinen Höhepunkt gefunden, als sie 2013 bis 2014 im südlichen Hangzhou war und dort auch ihre Doktorarbeit vertieft hat. Isabel, schön, dass du da bist. Ja, hallo Sabrina, freut mich auch. Schön, dass es geklappt hat. Als ich drüber nachgedacht habe, wer denn in diesem Podcast teilnehmen kann, da bist du mir natürlich sofort eingefallen. Und ich musste dann auch dran denken, wie wir in Hangzhou uns getroffen hatten und da in den Teeplantagen beim Essen waren. Das war wirklich spektakulär. Ja, es war ein kurzer, aber intensiver Besuch, das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, wie wir mit den Wanderarbeitern sogar noch Tee gepflückt haben. Das ja, war wieder so eine typische China-Situation, wo man immer sehr herzlich aufgenommen wird als Laowai und man auch für Aufsehen sorgt, ob man will oder nicht. Das stimmt. Ich war ja damals nur auf einem Kurztrip in Hangzhou. Ich glaube, es war über ein Wochenende, während du dort ziemlich lang warst. Wie in der Einleitung ja auch schon angesprochen wurde von dir, ich war da ein Jahr lang in Hangzhou für die Feldforschung meiner Doktorarbeit. Und von dort aus habe ich dann im Endeffekt die ganzen empirischen Erhebungen im Land durchgeführt. Einmal mit qualitativen Interviews. Also das heißt, ich habe mir meine Experten für die Interviews direkt ausgesucht und bin dann ja auch über Guanxi, also das chinesische Vitamin B, immer wieder weitergereicht worden. Und habe aber auch selber Online-Fragebögen ausfüllen lassen in den Unternehmen, in denen ich eben auch die Interviews habe geführt habe. Das war 2013 bis 2014. Mhm. Was waren das denn für Unternehmen auch, die du da besucht hast? Das waren primär jetzt Hotels, und zwar einmal staatliche als auch private Hotels, und aber halt auch einmal Hotelketten, genauso wie sozusagen Individualhotels. Ich hab versucht, den ganzen Markt abzudecken damit und halt auch die Unterschiede in der Personalführung dadurch festzustellen. Also ob eben die Eigentumsform auch ein Faktor darstellt, der halt einen signifikanten Faktor darstellt auf die Personalführungstechniken oder die Rekrutierungsvorgehen sozusagen, genau. Okay, jetzt arbeitest du ja bei Daimler, deswegen auch da gleich mal die Frage, wenn du das gerade vorhin schon erwähnt hast, das macht natürlich einen Unterschied, ob man sich bei dem einen oder anderen Unternehmen auch bewirbt. Würde das in dem Fall jetzt der Name an sich schon einen deutlichen Unterschied machen? Also tut man sich als Daimler auf dem chinesischen Markt einfach deutlich leichter als jetzt ein ja eher unbekannter Mittelständler? Definitiv. Also das Image des Unternehmens spielt immer noch eine große Rolle. Marken spielen eine große Rolle. Und tatsächlich haben deutsche Unternehmen auch einen signifikanten Vorteil, würde ich sagen. Jetzt vor anderen westlichen Ländern wie Amerika, aber auch Frankreich, in Europa. Also Deutschland steht hoch im Kurs bei den Chinesen durch die Qualität unserer Produkte. Und Ich habe ja selber drüben den Standort geleitet für ein mittelständisches Unternehmen. Die Centeo war das, mittlerweile halt eben in MBIO umbenannt und halt auch 100%ige Tochter von Daimler. Damals waren wir aber im Endeffekt No-Name und trotzdem habe ich bemerkt, dass da großes Potenzial auch für mittelständische Unternehmen besteht, weil eben die Jugend von heute oder die
Young Potentials, sage ich mal so, auf dem chinesischen Arbeitsmarkt suchen auch nach einer gewissen Work-Life-Balance. Und das versprechen sie sich halt eher auch in kleineren Unternehmen zu bekommen oder in mittelgroßen und nicht eben in den großen, wo ja doch immer ein großer Konkurrenzkampf herrscht. Okay. Und genau, ja, das war so meine Erfahrung, dass das eigentlich auf sehr positives Feedback gestoßen ist. Das heißt dann, klar, kleineres Unternehmen steht dann da im Vordergrund. Hat das dann auch was damit zu tun, wo das Unternehmen tatsächlich vor Ort ist oder wo das auch herkommt? Also spielt ein bisschen die Perspektive auch mit, dass man dann vielleicht mal langfristig ein paar Jahre auch ins Ausland gehen kann, also beispielsweise eben nach Deutschland, den Ingenieursstandort? Ja, natürlich. Also Auslands oder die Optionen auf dem Auslandsaufenthalt sind natürlich ein wahnsinniger Anreiz für diese Bewerber. Leider kann man das natürlich nicht immer allen ermöglichen. Das ist ja auch immer eine Frage des Geldes. Gerade wenn man halt ein kleines Unternehmen ist, ist ja auch immer die Frage, wie hoch ist das Gehalt? Was kann man halt sonst noch für Benefits zahlen? Was ja einfach den größeren Unternehmen natürlich viel, viel einfacher fällt. Aber nichtsdestotrotz bekommen sie ja schon allein dadurch, dass eben das Unternehmen ein ausländisches Unternehmen ist, sehr viel von der westlichen Kultur mit. Und das ist einfach eigentlich schon Anreiz genug, würde ich fast sagen. Und wenn man das auch noch ein bisschen ausschmückt oder ja in der richtigen Weise gestaltet, dann kann man da auf jeden Fall punkten auf dem chinesischen Arbeitsmarkt. Ja. Jetzt hast du dich ja hauptsächlich mit Recruiting in China auch beschäftigt. Was sind denn da Punkte, die einfach anders sind als bei uns? Also was muss man konkret im Recruiting-Prozess auch schon beachten, was eventuell sich zu Deutschland einfach unterscheidet? Viel. ich fange einfach mal vorne an. Was wirklich einfach ganz, ganz offensichtlich ist, ist, dass bei der Mitarbeiterführung in China die deutschen Firmen oder Führungspersonen ganz häufig mit ihrer direkten und fordernden Art so auf Unverständnis seitens der chinesischen Kollegen stoßen. Also zwar wird in China auch vieles entschuldigt, natürlich, weil man ein Laowai ist, also ein Ausländer und es ja nicht besser weiß. Allerdings sollte man sich halt eben auf diesen Vorsprung auch nicht ausruhen, weil es nichtsdestotrotz halt zu Konflikten dazu führen kann, zu Konflikten und auch kommen kann. Okay, da sprichst du jetzt wahrscheinlich so direkt unsere Direktheit an, die wir Deutsche so innehaben. Ja, das haben wir ja auch. Also ich glaube, das wird einem auch besonders bewusst, wenn man eben mal sich mit so einer ausländischen Kultur konfrontiert. Das ist ja wie so ein Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie man halt selber eigentlich tickt. Und genau, okay. Ja, das merkt man da ganz klar. Und wie gesagt, also dieses Kritisieren, selbst wenn es konstruktive Kritik ist, aber vor einer Gruppe sozusagen einen anderen bloßzustellen, das geht halt auch gar nicht. Ich meine, das geht auch teilweise in unserer Kultur nicht, aber wir vertragen es noch ein bisschen besser. In China ist das halt ein kompletter Gesichtsverlust und das sollte man tunlichst vermeiden als Chef, sondern lieber das Vier-Augen-Gespräch suchen. Da kann man wirklich viel sagen in China, wenn man halt direkt mit den Personen spricht. Aber nicht vor der Gruppe. Das geht halt gar nicht. Wenn Unternehmen auf mich zukommen und dann ihre Situationen schildern, dann ist ganz oft dieses Gesichtskonzept, dass man dem anderen das Gesicht nicht gelassen hat, steht da ganz oft im Vordergrund. Weil das, obwohl das eigentlich ja so bekannt ist, auch dieser typische Gesichtsverlust, von dem man in China mal spricht, dass sich trotzdem viele nicht dran halten, beziehungsweise dann doch irgendwann das mit einem durchgeht und man doch vielleicht mal Kritik direkt übt. Gibt es da vielleicht auch einen Tipp, den man direkt beim Recruiting schon einhalten sollte? Also gibt es irgendwie Fragen, die nicht besonders direkt sein sollten oder kann man eigentlich im Recruiting dann wiederum alles ansprechen? Ich glaube, man muss auch im Recruiting darauf achten, wie man die Fragen formuliert. Sie müssen wertschätzend sein und der Gegenüber darf sich auch nicht bloßgestellt fühlen. Das ist schon etwas, worauf man achten sollte. Natürlich ist es schwierig, weil man ja eben, ja, das habe ich in meiner Dissertation ja auch beschrieben, beim Signaling and Screening, also bei dem gegenseitigen Scannen sozusagen, ja noch nicht genau weiß, was der andere für Fähigkeiten hat. Das ist einem ja noch nicht bekannt. Und deswegen muss man natürlich ein bisschen bohren. Aber man sollte halt das, wie gesagt, auf eine höfliche Art machen und auf keinen Fall den anderen bloßstellen. Denn im Endeffekt sitzt ja nicht nur der Recruiter da, sondern es sind ja meistens auch noch fachliche, also Kollegen da, die ihn fachlich beurteilen können.
Und das ist ja dann im Endeffekt auch ähnliche Situation vor einer Gruppe, wo man im Endeffekt dann halt auch bloßgestellt wird. Wie gesagt, also man sollte halt schon darauf achten, ja, wie man Dinge formuliert. Und vor allem, was auch momentan aufgefallen ist mir, man muss viel mehr den Bewerber begleiten und ihm das Gefühl geben, halt auch wirklich gewollt zu sein in der Firma, wenn man sich für einen entschieden hat. Also man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man sich darauf geeinigt hat, dass derjenige am 1.7. erscheint, und es ist jetzt der 1.6., dass er wirklich kommt und einen Monat lang im Endeffekt gar keinen Kontakt sucht. Das geht halt nicht. Das ist auch eine gewisse Art von Wertschätzung. Und ja, man kann es natürlich auch sagen, man pampert im Endeffekt diese Bewerber. Aber das ist halt nötig. Denn sie können sich teilweise, wenn es halt High Potentials sind, natürlich auch ihren Job aussuchen, wo sie hingehen. Und auch wenn man als ausländisches Unternehmen da einen gewissen Vorsprung hat vor chinesischen oder lokalen Konkurrenten, aber man muss im Endeffekt schon da den Kontakt suchen. Okay, wie sieht dieses Pampering denn aus? Was muss man sich denn da vorstellen? Also wird man da vorab dann schon häufiger mal ins Unternehmen eingeladen oder der Chef geht mal mit einem zum Essen oder was genau heißt das denn? Ja, das heißt, dass man als HR-Beauftragter oder halt Recruiter schon immer mal wieder den Kontakt suchen sollte. Auch währenddessen, das geht ja mit Social Media ganz einfach mittlerweile. Ich meine, alle haben WeChat und das wird ja auch viel, sage ich mal, offener genutzt als bei uns das WhatsApp. Also über WeChat laufen auch viele geschäftliche Dinge, ja, wo wir ja ganz strikt immer das Private von dem beruflichen trennen, ist ja in China diese Trennung einfach überhaupt nicht vorhanden. Teilweise möchte man das auch nicht, weil man möchte ja auch das Unternehmen als eine Art Familie sehen, ja, wo man sich wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Das ist auch ein bisschen so der Anspruch, den der Arbeitgeber erfüllen muss. Also, dass man sich um den Mitarbeiter sorgt. Und das ist natürlich auch mittels Social Media möglich, ja, das sozusagen herzustellen, dieses Social Bonding. Sehr gut sogar. Aber man muss halt, wie gesagt, also man muss schon auch ein bisschen aufpassen. Manche sind mittlerweile, es gibt auch Ausnahmen, die sagen, nee, ich möchte halt auch nicht mehr ab einem bestimmten Zeitpunkt gestört werden oder ich achte jetzt mehr auf meine Work-Life-Balance. Das ist aber dann auch ein westlicher Einfluss, den sie sich häufig abgeguckt haben. Das original chinesische Denken ist eigentlich wirklich, dass das ineinander fließt und keine krasse Trennung sozusagen da stattfindet vom öffentlichen Leben und von dem privaten. Also eine Life-Life-Balance oder eher eine Work-Work-Balance. So könnte man das auch formulieren, ja. Okay, jetzt unterscheidet sich das aber von den Generationen. Dennoch ist zumindest meine Erfahrung, dass da trotzdem unterschiedlich damit umgegangen wird. Zum einen ist natürlich klar, die 80er, 90er da einen Unterschied haben zu älteren Generationen, aber jetzt auch insbesondere der Millennials, dass man da gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man die überhaupt erreicht. Ja, gut, also ich würde ehrlich gesagt, also ich bin kein Freund davon, Millennials den Begriff in China zu verwenden. Das habe ich auch in meiner Dissertation ganz klar beschrieben, dass es im Endeffekt in China anhand der Generation 80er, 90er, 00er unterschrieben wird und nicht alles in einen Topf geschmissen wird als Millennials. Denn die 80er, die ich interviewt habe, haben sich selber wirklich auch von den 90ern abgespalten und haben sich also sozusagen von ihnen abgesetzt und wollten auch nicht mit ihnen verglichen werden. Das heißt, wir würden ihnen eigentlich sozusagen Unrecht tun, wenn wir sie alle in einen Topf schmeißen würden. Und tatsächlich gibt es hier auch Unterschiede, ganz klar. Eben weil in China sich alles so schnell wandelt und die sozioökonomischen Bedingungen eben auch viel abverlangen von der Gesellschaft und von der Kultur, sind da krasse Unterschiede auszumachen zwischen den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und eben den nach 2000er Geborenen jetzt mittlerweile dann auch. Ja. Und das ist nämlich zum Beispiel, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, also 60er, 70er sind zum Beispiel halt auch eher noch darauf bedacht, dass der Chef auch wirklich sich erkundigt, wie es der Familie geht, dass er im Endeffekt, also nicht nur den Mitarbeiter sieht, sondern auch das, was noch hinten dran steht, ja, seine Verwandtschaft und dass man auch in einem, ja, vielleicht in einem Todesfall oder sonstigen Dingen, die halt passieren, sich kümmert, sich sorgt. Und die junge Generation, die sieht den Chef eher oder möchte ihn gerne auch freundschaftlich sehen, als einen Freund und auch auf gleicher Ebene, auch wenn
die Hierarchie noch sehr stark vorhanden ist. Natürlich das hierarchische Denken und auch das Vorbilddenken. Also ein Chef muss immer ein Vorbild sein. Das ist ganz, ganz stark in China. Aber die 80er, 90er sind halt eher schon, dass sie halt in dem Chef auch gerne einen Freund sehen wollen. Okay, dann könnte man quasi sagen, so bei den früheren Generationen ist die Firma auch ein Stück weit Familienersatz, beziehungsweise auch Teil des Freundeskreises, während dann die spätere Generation, also sagen wir mal ab den 2000ern, da jetzt doch einen Unterschied macht. Ja, ein bisschen sozusagen. Also sie verlangen nicht mehr ganz so stark einfach dieses Umsorgen und auch der Familie, sondern es reicht, wenn sie sozusagen zu dem Chef ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Und genau, das ist halt im Endeffekt so ein bisschen, was sich da verändert hat. Aber natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ich auch in meinem Buch gut beschrieben habe. Okay, für mich klingt das auch so ein bisschen wie bei uns die Diskussion mit Generation X und Generation Y und was da noch so alles kommt. Ist das in China eine ganz ähnliche Diskussion? Also, dass dann auch die älteren Generationen sagen so, hey, mit der Generation Y, die wollen nicht mehr arbeiten? Oder gibt es so eine Diskussion oder ist das wirklich eher so auf die westliche Welt begrenzt? Total. Nee, gibt's da auch. Also man hat so einige Karikaturen, die da im World Wide Web rumschweben. Zum Beispiel gibt's da die 70er, die halt ja ständig Überstunden noch geschuftet haben oder geschoben haben. Und dann gibt's die 80er, die halt gesagt haben, nee, ich mache keine Überstunden mehr. Und dann kommen halt die 90er und da steht dann, ich arbeite gar nicht mehr. Weil sie halt einfach finanziell so gut gebettet sind durch ihr Elternhaus, dass sie ja teilweise es wirklich gar nicht mehr nötig haben, sich um ihr Auskommen zu sorgen. Dafür ist gesorgt, sie können sich aussuchen, was sie machen möchten und sind sehr tashi, sagt man im Chinesischen, also sehr unbekümmert in ihrem Verhalten. Und das ist halt das, was bei den Arbeitgebern, die ich interviewt habe in meiner Dissertation, auch häufig dann so interpretiert wurde, dass ihnen die Arbeit egal ist und dass sie nicht verlässlich sind und ja, im Endeffekt aber auch nicht belastbar. Das war eigentlich immer eine der Hauptkommentare von der Arbeitgeberseite. Ist das dann, also wirkt sich das auf dieses Recruiting denn tatsächlich aus? Also sagt man dann, man hätte lieber einen aus den 80ern als jemanden aus den 90ern oder versucht man schon dann Möglichkeiten zu finden, um die 90er trotzdem irgendwie an das Unternehmen dann langfristig zu binden? Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit für die Unternehmen. Mhm. Die 90er-Generation ist halt die kommt und sie müssen im Endeffekt eine Möglichkeit finden, auf sie einzugehen und sie zu verstehen. Und das ist halt das aber, woran viele auch wirklich scheitern und das auch offen zugegeben haben. Also selbst chinesische Unternehmen, die halt selber sagen, ja, wir als Recruiter, wir stammen halt eben aus der 70er-Generation und sollen jetzt die 90er rekrutieren und wissen aber eigentlich gar nicht, was sie bewegt oder wie wir sie im Endeffekt bekommen können und was wir tun müssen, damit wir sozusagen ihr Vertrauen gewinnen. Das ist wirklich ein Generationenkonflikt, der da vorherrscht und einfach begründet auch auf gegenseitigen Vorurteilen, die sich halt verfestigen und Stereotypen sich mittlerweile so stark ausgebildet haben, dass eben dieses Mismatch unausweichlich wird dadurch. Deswegen plädiere ich ja auch immer dafür, eben beide Perspektiven zu sehen und sich dafür zu sensibilisieren, weil nur dann bekommt man ein ganzheitliches Bild und erkennt eigentlich, worin das wirkliche Mismatch liegt. Wenn man die Generation der 90er befragt, ich habe sie tatsächlich auch mal damit konfrontiert, was sagt ihr denn dazu, wenn man euch vorwirft, dass ihr nicht belastbar seid oder wenn ihr das und das nicht macht? Okay. Und da meinten sie, wir sind durchaus bereit, auch hart zu arbeiten und uns in einen Job halt wirklich reinzuknien. Aber wir müssen halt einen Sinn dahinter sehen. Und die Rahmenbedingungen müssen stimmen und der Jobinhalt. Ansonsten, wenn es keine Herausforderung ist, dann verlieren sie halt einfach auch die Lust daran. Und wenn sie vor allem nicht das Gefühl haben, gewertschätzt zu werden, dann wechseln sie den Job. Und das kann dann halt auch wirklich sehr, sehr schnell sein. Also die Loyalität gegenüber einem Arbeitgeber ist in China ja ohnehin nicht so stark ausgeprägt, also gegenüber einer Marke oder sonstigem, sondern es ist ja meistens gegenüber einem Chef. Es ist ja meistens auf einer Beziehungsebene. Man hat das ganz häufig auch, wenn ein Chef verlässt, dann nimmt er eine ganze Abteilung mit sich. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Thema mit der wahnsinnig hohen Fluktuation. Also das kann man sich, glaube ich, bei uns gar nicht vorstellen, Wie schnell Chinesen tatsächlich den Job wechseln.
Jetzt hast du schon den Chef erwähnt, der da wahnsinnig wichtig ist. Was sind denn noch so Punkte, die da mit reinspielen, dass eben die oder die dazu führen, dass die Fluktuation so wahnsinnig hoch ist? Naja, ich würde mal sagen, das kommt auch ein bisschen wirklich auf den Job an und es kommt auch auf die Bezahlung an. Also ich habe festgestellt, dass wenn das ein eher schlecht bezahlter Job ist, dann ist derjenige auch bereit, für 100 Quai mehr einfach zu wechseln, teilweise. Und also da muss man jetzt vielleicht noch dazu sagen, 100 Quai ist wirklich gar ja, nichts. Ja, genau. Und wenn es aber ein gut bezahlter Job ist, dann kommt es meistens wirklich eher auf immaterielle Dinge an. Und da zählt eben zum Beispiel die Wertschätzung dazu oder auch die Rahmenbedingungen, die Work-Life-Balance, die immer eine größere Rolle spielt in den Augen der jetzigen Generation. Also sie haben gesagt, nö, ich möchte halt nicht mehr nur Überstunden leisten und ich möchte halt auch meine Freizeit genießen, ich möchte auch auf Reisen gehen können. Das sind halt so die Trigger oder die Anreize, die man im Endeffekt der heutigen Jugend da setzen muss. Gilt das jetzt für komplett China oder ist das wirklich eher beschränkt so auf die großen Städte, so auf die First-Tier-Städte wie beispielsweise Peking und Shanghai? Oder kann man das durchaus auch in den kleineren und wirtschaftlich schlechter gestellten Städten feststellen? Oder ist das da dann eigentlich schon wieder unterschiedlich? Es war ganz spannend. In meiner Studie habe ich herausgefunden, dass diejenigen, die in den First-Tier-Cities eigentlich waren, jetzt lieber in eine Second-Tier-City gehen, eben weil der Druck, der Konkurrenzdruck in den First-Tier-Cities so groß ist, dass sie halt sagen, nee, es ist mir lieber, dass ich halt in die Second-Tier- oder auch Third-Tier-Cities gehe, die ja nach deutschen Verhältnissen immer noch groß sind und mehrere Millionen umfassen, aber halt kleiner als jetzt die großen Metropolen wie Beijing, Shanghai oder Guangzhou, weil das Leben da einfach sehr, sehr hart ist. Und jeder, der halt da mal gelebt hat, kennt halt auch wirklich die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der da alles abläuft. Und und viele sagen natürlich auch, gut, man kann in den großen Städten Geld verdienen, aber es zieht sie dann wieder in die Heimat, um eine Familie zu gründen. Das sind halt auch ganz häufig Gründe, die eine Fluktuation dann hervorrufen. Also hinter den vordergründigen Ursachen stecken häufig halt eben auch dann nochmal so traditionelle Gründe, dass man eben dazu gezwungen ist, auch von zu Hause, der Druck der Eltern, dann irgendwann eine Familie zu gründen und so weiter. Das ist auch ein ganz, ganz häufiger Fluktuationsgrund. Ja. Okay, das klingt jetzt unglaublich komplex schon. Ich glaube, was wir definitiv mitnehmen können, ist, dass jemand, der hier in Deutschland Personal macht, nicht unbedingt in China Personalrecruiting machen kann, sondern auf jeden Fall Unterstützung bräuchte, einfach weil der chinesische Markt unglaublich komplex ist und natürlich auch die Mitarbeiter ganz anders ticken, als sie das bei uns machen. Dein Buch handelt ja maßgeblich auch vom Fachkräftemangel. Also es ist ja mit ein Grund für dieses Mismatch-Problem, was in Deutschland ganz oft, obwohl das so oft diskutiert wird mit dem Fachkräftemangel, nicht bewusst ist, dass es den in China eben auch gibt. Wie kommt denn in China dieser Fachkräftemangel zustande? Fachkräftemangel, in dem sich, man kann sich das immer so schwer vorstellen, dass es in China einen Fachkräftemangel gibt, weil es doch so viele Menschen gibt. Genau, ja. Aber es kommt ja nicht auf die Anzahl der Menschen an, sondern im Endeffekt kommt es ja darauf an, dass genügend passende Personen für die vorhandenen Jobs da sind. Und hier haben wir halt einfach ein Mismatch auch dadurch begründet, dass eben diese unglaubliche Hochschulexpansion in den 90er Jahren stattgefunden hat. Wir wissen ja, dass in China eine akademische Ausbildung ja um einiges noch mehr zählt als hier bei uns in Deutschland, wo wir ja die Berufsausbildung sehr hoch halten und im Endeffekt auch die Handarbeit sehr, sehr schätzen, eines Meisters oder eines Gesellen. In China ist das halt wirklich, da wird die Handarbeit von der Kopfarbeit, wie Mönze schon gesagt hat, sehr strikt getrennt. Und diejenigen, die eben mit dem Kopf arbeiten, herrschen über diejenigen, die mit der Hand arbeiten. Das ist immer noch in den Köpfen drin von vielen Chinesen. Deswegen möchte ja auch jeder, dass sein Kind im Endeffekt einen Hochschulabschluss macht. Aber das Problem ist halt einfach, dass es viel zu viele mittlerweile gibt und die Ausbildung an den Hochschulen ja auch sehr, sehr theoretisch ist und eigentlich auch nicht das, was der Arbeitsmarkt braucht. Und nun haben wir eben so viele Absolventen. Ich spreche nicht von denen von der Beida oder von den renommierten Universitäten. Die finden alle einen Job schon allein durch ihr Netzwerk. Aber ich rede von den vielen anderen weniger renommierten Universitäten und Hochschulabsolventen,
die halt eben, ja, wo im Endeffekt jeder Dritte dann keinen Job findet, weil er halt einfach nicht die Erfahrung mitbringt, die der Arbeitsmarkt braucht. Und ich glaube, in dieser Hochschulexpansion, die da stattgefunden hat, liegt halt auch ein großer Teil dieses Mismatches begründet. Wenn ich dich jetzt einfach noch, um das ein bisschen abzurunden, auch nach Faustregeln fürs Recruiting fragen würde, also was gibt es so für typische Strategien, die man unbedingt umsetzen sollte, um ja gute und am besten auch langfristig seine Mitarbeiter anzuwerben und dann eben auch zu halten? Also ich glaube, eine Faustregel in dem Sinne ist immer schwer. Es kommt schon ein bisschen auf die Branche auch an und es kommt, wie gesagt, halt auch auf die Personen an. Ich plädiere wirklich dafür, dass man sich mit der Zielgruppe beschäftigen muss, die man rekrutiert, weil China ist groß und die Faktoren, die dieses Rekrutierungsgespräch beeinflussen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Das geht von der Herkunft derjenigen Person übers Alter bis hin zu noch vielen anderen Faktoren, die das beeinflussen. Und deswegen, man muss da wirklich strategisch rangehen, wenn man in China das Human Resource Management betreibt. Also es gibt keine One-Fits-All-Lösung. Und genau das macht es, glaube ich, auch so schwer. Und daran beißen sich halt so viele Unternehmen die Zähne aus, weil sie denken, ja gut, wir haben halt jetzt eine Lösung, damit gehen wir dahin. Aber man muss es wirklich, man muss den Familienstatus mit einbeziehen, man muss das Alter, wie gesagt, die Herkunft, die Branche, das sind viele Kriterien, die im Endeffekt dann halt entscheiden, ob man halt die richtige Rekrutierungsstrategie gewählt hat. Also man muss es halt darauf abstimmen und dementsprechend hat halt jeder auch andere Anreize oder Trigger von den Bewerbern, den Job anzutreten und zu bleiben. Also man kann nicht alle mit der gleichen Strategie gewinnen. Man muss sich da schon auf die einzelnen Persona einstellen. Isabel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wirklich wahnsinnig spannend. Ich möchte ganz gern noch mit einem chinesischen Sprichwort schließen, das du in deinem Buch auch erwähnst. Und zwar, wer heute nicht fleißig arbeitet, sucht morgen fleißig nach Arbeit. Ja. Vielen Dank. Das war der Chinalog Podcast. Dieser Podcast wurde produziert von mir, Sabrina Weidmann. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weidmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.